Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist ein wunderschöner Abend. Viele Menschen sind hier, denn wisst ihr, bald ist Weihnachten. In den Hütten stehen Leute und verkaufen etwas. Ja, die haben gute Arbeit geleistet. Da fällt das Entscheiden schwer. Aber ich muss mich nicht entscheiden. Ich bin Beobachter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich sehe Menschen, die viel zu wählerisch sind, um etwas zu kaufen, aber trotzdem jedes Jahr herkommen, um Geschenke zu suchen. Ich sehe Menschen, die an jedem Stand eine Kleinigkeit mitnehmen, in der Hoffnung, es irgendwem zu schenken. Ich sehe Kinder mit leuchtenden Augen. Sie haben gerade den Weihnachtsmann getroffen. Ich sehe Menschen, die tiefer einatmen. Sie erinnern sich an den Geruch von Waffeln, gebrannten Mandeln und Punsch und wollen ihn nicht wieder vergessen. Ich sehe Menschen, die genauer hinhören. Sie hören die Glöckchen klingeln. Sie hören Weihnachtslieder. Sie hören das Ho, Ho, Ho vom Weihnachtsmann noch in ihren Ohren klingeln. Ich sehe Menschen, die hier offensichtlich nicht sein wollen. Und ich sehe ihre Freunde, die sie trotzdem mitgeschleift haben. Ich sehe jeden Tag die gleichen Menschen an den gleichen Glühweinständen stehen. Und ich sehe die Studenten, die eigentlich überhaupt keine Zeit haben, hier zu sein. Und zum Schluss, da hasche ich noch einen Blick auf den Weihnachtsmann. Er lädt gerade die Geschenke in seinen Schlitten und steigt auf, um uns allen eine Freude zu bereiten.